Aller guten Dinge sind vier und damit herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4. It's about time. Ja, der Gag hat ja auch sogar darauf abgezielt. Wie auch immer, sind wir jetzt hier erstmal im Bosskampf gegen Dr. Neocortex im invertierten Modus. Was auch eigentlich nur der Vollständigkeit halber drin ist. So sieht das Ganze mit dem Filter aus. Wirklich spannend ist das jetzt nicht. Vor allem auch nicht deswegen nicht, weil ich ja die Voice Clip seit dem letzten Part ausgestellt habe. So dass wir jetzt nicht mehr hören, was er so sagt. Ich mache aber nochmal darauf aufmerksam, dass er teilweise hier ein paar interessante Sachen droppt. Zum Beispiel sowas von wegen, jetzt trifft dich der Zorn des Cortex oder irgendwie sowas. Was mir tatsächlich während dem richtigen Bosskampf entgangen ist. Das hat der Max in die Kommentare geschrieben zu dem Zeitpunkt. Also das sind auf jeden Fall coole Sachen, die er da droppt. Ich weiß jetzt nicht, was er sonst vielleicht noch gesagt hat, aber die Zorn des Cortex-Anspielung ist auf jeden Fall sehr geil. Es gibt ja auch im Spiel verteilt so ein paar Zorn des Cortex-Anspielungen tatsächlich. Nicht zuletzt dann eben, werden wir ja sogar auch noch in diesem Part sehen können, oder? Ist das das Level? Oh, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Level es ist, aber auf jeden Fall in der nächsten Dimension, in der Aegipus-Dimension, sehen wir ja in einem Level die Elementarmasken aus Zorn des Cortex. Als, Wandmalereien. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Sowas ist immer sehr geil. Ja, ansonsten, der Bosskampf, wie gesagt, hat es natürlich nicht verändert. Ich bin ein paar Mal verreckt, weil ich einfach schlecht bin und mir auch nicht wirklich Mühe gebe, weil ich muss hier weder ohne Tod durchkommen, noch muss ich mit maximal 3 Toten durchkommen oder habe irgendeine andere Challenge. Ich muss es einfach nur schaffen in diesem Modus und das ist halt nicht wirklich eine Herausforderung und auch eigentlich nicht spannend. Wie gesagt, eher der Vollständigkeit halber jetzt drin. Und wie gesagt, geht es dann gleich weiter mit der Aegipus-Dimension, wo es dann wieder etwas spannender wird. Denn natürlich machen wir auch zunächst, wie man vielleicht erwartet, den invertierten Modus aus dem ersten Level. Und da muss ich auch schon direkt enttäuschen, ja, das müssen wir da getrennt machen, beziehungsweise ich werde es euch wieder getrennt zeigen. Im invertierten Modus habe ich es leider nicht geschafft, das wahnsinnig perfekte Relikt zu holen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Tode ich da so hatte, also wie knapp es war, aber geschafft habe ich es jedenfalls nicht. Dafür umso erfreulicher, dass ich jetzt tatsächlich mal wieder weitergespielt habe und auch weitergekommen bin. Auch wenn ich gesagt habe, so ja, hier, vielleicht kriege ich es jetzt dann ja einigermaßen hin, jetzt die ganze Zeit erstmal nachzukommentieren und dann erstmal wieder live zu sein und dann halt, das wäre halt cooler gewesen. Also wenn ich mir jetzt so denke, so ey, ich hätte die nächsten 3 oder vielleicht sogar 4 Parts, ich glaube, es wären aber eher 3 Parts dann. Beim letzten war ich mir nicht noch nicht sicher. Aber jetzt, nach der Offscreen-Aufnahme heute, bin ich mir eigentlich sicher, dass ich den Part dann doch nicht so schneide, wie ich das vorhatte. Jedenfalls, diese 3 Parts, also diesen und den nächsten Part, die ich jetzt noch nachkommentieren muss, da wäre es halt schon ganz cool gewesen, wenn ich das schon gehabt hätte. Dann hätte ich jetzt heute die Offscreen-Aufnahme gemacht und hätte jetzt genau noch gewusst, was ist mir da durch den Kopf gegangen, als ich das gespielt habe. Und hätte das so entsprechend kommentieren können. Das wäre angenehmer für mich und wäre auch sinnvoller für euch, aber so ist es halt leider nicht. Wie auch immer, ich versuche mich so gut es geht wieder zurück zu versetzen in diese Level hier. So, jetzt sind wir also in der Aegipus-Dimension. Vor unserer Zeit dieses tolle Level im Invertiert-Modus und der Grafikfilter ist eigentlich sehr, sehr schön. So ein schöner Wachsmalstift-Stil und eigentlich sehr schön, kann aber ein bisschen verwirrend sein. Hier die Kiste kann ebenfalls verwirrend sein. Ich glaube, ich habe nämlich im Original-Level einen übersehen. Viele Leute haben auf jeden Fall im Original-Level eine Kiste übersehen. Oder halt auch invertiert, wie auch immer. Aber in dem Level halt. Und das ist zumeist diese Kiste gewesen, weil die halt schon ziemlich arschig um die Ecke versteckt ist. Und das, es zieht sich eigentlich auch schon wieder durch die Dimensionen durch, dass dann ja immer so eine Kiste ist, die halt wirklich richtig kacke ist. Genauso wie es immer richtig kacke ist, wenn man die Kiste da oben nicht trifft. Weil dann darf man den ganzen Weg jetzt zurücklaufen durch diese Dinger. Ich vergesse dann immer wieder diesen, oder in dem Fall habe ich hier halt diesen Dino wieder vergessen mit seinen Stacheln, in denen ich natürlich nicht einfach so reinrennen darf. Ich habe den hier auch meistens noch benutzt, um da ranzukommen. Es macht sogar mehr Sinn, auf die Stufe hier zu springen und dann von hinten nach vorne quasi in die Perspektive nach vorne hinein. Also von hinten nach vorne halt, ne? Mir entgegenkommend, aus dem Bildschirm rauskommend zu agieren, so wie ich jetzt gerade quasi stehe. Hier 15 Kisten zu haben ist richtig. Da hatte ich mir ein paar Sorgen gemacht, dass ich alle getroffen habe da oben, aber es war so. Und hier ist dann der Checkpoint, die 19. Kiste. So, jetzt wird es allerdings ein bisschen scheiße. Durchaus auch im invertierten Modus, im normalen Modus, aber im invertierten Modus finde ich es noch ein bisschen schwieriger, hier die Sachen ordentlich zu finden, zu sehen. Hier war ich jetzt einfach nur blöd, beziehungsweise, ja, blöd würde ich nicht mal sagen. Ich wusste halt, das war jetzt halt wieder so eine Art Blind Run. Ich
habe davor jetzt keinen Run hier gemacht in dem Level, wo ich dann sagen könnte, okay, ich weiß, wo alle Kisten sind. Deswegen musste ich mich da jetzt halt erstmal wieder einfinden und gucken, wo die Kisten sind. Hier geht's eigentlich alles noch. Aber sobald Kupunawa ins Spiel kommt in dieser Welt, und das wird ja auf jeden Fall mal zum Beispiel bei Dinosprut der Fall sein, kann man einfach nicht mehr sagen, okay, ja, hier ist jetzt definitiv irgendwas, was ich ein- oder ausblenden kann, sondern man sieht es teilweise einfach nicht. Und das ist richtig scheiße. Ja, aber ansonsten, vom Stil her gefällt es mir sehr gut, von der Spielbarkeit her jetzt so eher weniger. Aber gut, was soll's. Ja, die Bumperbeere da unten mitzunehmen ist natürlich noch ganz nützlich hier im invertierten Modus, wenn ich halt auch wieder die drei entsprechenden Edelsteine dafür brauche. Und diese Trommeln erinnern mich jedes Mal an Ich bin ein Star, holt mich heraus. Es ist schrecklich. Es sind halt einfach nur Trommeln. Aber man ist einfach so konditioniert für so einen Scheiß, ne? So marketingtechnisch quasi. Beziehungsweise brandingmäßig. Richtig ekelhaft eigentlich. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt gerade so Spannendes noch zu erzählen habe, weil, also zu diesem Level jetzt spezifisch, denn ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen zu erzählen. Unter anderem jetzt natürlich, wie die Aufnahme jetzt hier so lief. Ich kann euch auf jeden Fall jetzt sagen, ich bin jetzt nicht mehr bei Versandfehler, sondern mittlerweile bin ich angekommen, ja, am Ende dieser Welt. Also ich habe jetzt den gesamten Orbit, Bermugulas Orbit, durch und habe schon mal ganz kurz geschaut, was genau erwartet mich in der Snacks-Dimension. Weil ich hatte mal bei Ricks Titeln gesehen, die Videos habe ich noch nicht geschaut, was es genau damit auf sich hat. Der hatte nämlich irgendwas geschrieben, meine ich, mit Unterwasser. Und da hat mich so ein bisschen auch am Thumbnail so gewundert, so, was heißt denn Unterwasser? Ist das einfach nur ein Filter? Es ist tatsächlich kein Filter, es ist halt wirklich so, du spielst, als wärst du unter Wasser. Und das wird sehr interessant. Und ja, nicht unbedingt, weil ich das durch Ricks Titel erfahren habe, aber prinzipiell, weil ich auch, ja, nicht mehr so wahnsinnig Lust habe, jeden einzelnen Part nachzukommentieren. Zum einen wegen dem Zeitaufwand, aber auch einfach, weil mir teilweise nicht mehr wirklich was einfällt, was ich so großartig sagen kann. Dachte ich mir so, ey, ich hätte tatsächlich mal Lust, an der Kiste vorbeizuspringen und deswegen habe ich das hier so getan. Nee, das war wieder mal ein richtig dummer Tod. Und vor allem auch so kurz, ich hatte quasi nicht mehr viel in diesem Bonus zu tun. Naja, jedenfalls dachte ich mir dann so, ey, ich frag mal den Rick an, ob er da ein bisschen mitkommentieren will. Und dann machen wir das nämlich live quasi. Also ich werde das dann nicht irgendwie nachkommentieren, also aufnehmen, nachkommentieren und zusammenschneiden, sondern das werde ich einfach live kommentieren. Entsprechend dann zusammen mit ihm. Und das wird uns dann also ab wahrscheinlich so um Part 69 bis 70 erwarten. Und dann werden wir also die Snacks-Dimension angehen mit interessanten Physics. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das alles spielen lässt. Vor allem interessant wird es auch, weil er Trouble hatte. Zumindest laut Videotiteln. Das werde ich natürlich mir dann noch schön genüsslich nachholen. Aber erstmal muss ich da selber durch. Ja. Und dann werde ich auch mal schauen, wie wir das machen, ob ich dann, also invertiert will ich halt auf jeden Fall schaffen. Am liebsten dann halt alle drei Level da in das nächste Dimension. Und dann würde ich halt sehr gerne eigentlich auch die perfekten Relikte versuchen, aber das kommt auch sehr darauf an, wie es da wirklich läuft. Oder eventuell dann halt sonst direkt noch, ja, die Cortex-Inseln daherhauen, invertiert. Muss ich mal schauen, warum ich das mache. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, bisher habe ich dann bei Bermugulas Orbit doch meine Strategie oder meine Herangehensweise nicht geändert. Ich hatte ja in den letzten nachkommentierten Parts mal so ein bisschen, ja, eigentlich mir selber angeregt, dass ich vielleicht doch erstmal einfach nur die Invertiert-Level durchspiele und dann erst den perfekten Run versuche, nachdem alle Invertiert-Edelsteine mir gehören. Aber das habe ich dann doch wieder verworfen, was nicht zuletzt auch an Crash-Landung lag. Das, kann ich nämlich auch schon mal sagen, ist ein Live-Part geworden. Also das habe ich dann live quasi aufgenommen. Zu den Modalitäten werde ich euch dann aber noch entsprechend aufklären, wenn es soweit ist. Und jetzt würde ich sagen, kehren wir dann gleich erstmal wieder hierher zurück. Denn der Bonus ist jetzt erledigt. Ja, man muss eigentlich nur wissen, wie er funktioniert. Hier habe ich unnötigerweise einen Screenshot gemacht, also aus Versehen. Aber hier beginnt jetzt eigentlich so ein richtig beschissener Bereich, wo man sich aber eigentlich nur Zeit lassen muss. Denn diese Plattformen hier fallen ja runter. Wir haben jetzt hier Kupunawa.
Nichtsdestotrotz fallen diese Plattformen runter, wenn wir sie einmal berührt haben. Und ich habe mir da immer so ein bisschen mit den Kisten so ein bisschen gewirtschaftet immer. Also Kisten und Plattformen auf Hin- und Rückweg jeweils dann. So wie hier zum Beispiel, habe ich mir so ein bisschen aufgehoben. Aber man muss eigentlich auch nur auf einer Seite warten und dann kommen die Plattformen eben wie jede andere Plattform im Spiel auch einfach wieder hoch. Also da ist eigentlich nur Geduld gefragt. Meistens hatte ich die nicht. Ja, hier diese Nitro-Kisten zum Beispiel kann man auch einfach kaputt hüpfen mit Kupunawa. Auch das hatte mir, glaube ich, dann Max mal in die Kommentare geschrieben. Weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwie so dachte, so, ey, wir bekommen hier eine Maske und die muss ich auch offenbar direkt wieder opfern. Hier muss man auch eigentlich nur wissen, einfach immer nur geradeaus weiter drücken, also einfach nur nach oben drücken, ohne jetzt großartig versuchen zu springen oder sowas. Das macht die Sachen unnötig kompliziert. Gilt natürlich vor allem dann gleich fürs perfekte Relikt, was direkt hinterher kommt und ja. Da dachte ich halt so, ich muss die Maske da opfern, aber es ist gar nicht nötig. Wir hatten ja diese Fähigkeit noch und die kann man natürlich an sämtlichen Stellen hier nutzen, um eben Sachen kaputt zu machen, die explosiv sind. Und hier bin ich einfach in den Tentakel reingesprungen. Oder ich habe auch, glaube ich, selber manuell die Fähigkeit irgendwie deaktiviert zu früh. Was richtig blöd war. Ich hatte jetzt 3 Tote, habe ich das richtig gesehen? Na, keine Ahnung. Es kann auf jeden Fall hier und da sein, dass es ziemlich knapp war und dass es dann ziemlich blöde Tode waren, die darüber entschieden haben, ob ich dann einen Todesedelstein bekomme oder nicht. Und das ist dann besonders ärgerlich. Schauen wir mal nach, wie es jetzt hier gelaufen ist. Ja, ich weiß nicht, also der letzte Part, den ich so nachkommentiert habe, da habe ich nämlich schon so gemerkt, so, nee, ich habe jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich auch, okay, nee, ich war schon bei 5 Toten, alles gut. Weil zum einen halt ich relativ frequentiert nachkommentiert habe und zum anderen halt einfach, weil ich nicht weitergespielt habe. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wo ich dann was zu sagen kann, was ich auch jetzt wieder getan habe und auch weiterhin tun werde, wenn wir noch was zu nachkommentieren haben. Aber es ist halt einfach diese Tatsache, dass ich nicht weiterkam, die mich auch einfach frustriert hat. Das war so jetzt so die letzte Woche bis halbe Woche, wo ich dann Odyssey angefangen habe aufzunehmen, also Super Mario Odyssey, und auf Crash nicht mehr so wirklich viel Lust hatte. Und dann habe ich mich, glaube ich, ein oder zweimal jetzt in der Woche, unter der Woche, also an Wochentagen nochmal dran gesetzt, abends. Also auch durchaus mit Zeitdruck, sage ich mal, weil ich eben, ja, zeitig schlafen gehen muss und so ein Shit. Und halt natürlich auch, oh, da war der versteckte Edelstein. Sehen wir das auch schon mal. Ja, ich hatte dann halt nicht ewig Zeit und hatte vorher auch schon. Ich konnte vorher jetzt auch nicht aufnehmen, weil ich halt gearbeitet habe, so. Dieser Zeitrahmen halt. Ich habe nicht so viel Freizeit in der Woche und so. Und da bin ich dann auch generell vielleicht ein bisschen gestresster. Und naja, das hat sich auf jeden Fall in meinem Gameplay und vor allem auch in meiner kurzen Leitung, wie sagt man sowas, ich war sehr schnell sehr wütend und deswegen lief da halt einfach gar nichts und Versandfehler hat mich einfach richtig, richtig hart abgefuckt. Ich muss jetzt sagen, die endgültige Lösung, die ich jetzt hatte, war dann tatsächlich, ich habe Crash-Landung gemacht, geschafft und dann war tatsächlich auch Versandfehler kein so großes Ding mehr. Und das war schön. So. Ich habe jetzt hier natürlich, das ist übrigens der Fake-Koko-Skin. Falls wenn ihr das mal aus der Nähe sehen wollt. Ja. Jetzt haben wir also. Boah, das sieht so ungewohnt aus jetzt, ne? Wir hatten jetzt also dann bis auf den 3 Todesedelsteine, glaube ich, alle. Den habe ich dann also nochmal holen müssen in einem weiteren Run. Und ansonsten gibt es jetzt hier dann im normalen Modus das perfekte Relikt. Ihr merkt auch schon, ich habe das schon ein paar Mal öfter gespielt. Meine Pace ist ein bisschen krasser als noch bei Invertiert. Und hier die 19 Kisten habe ich mir auch schon früh gemerkt, dass das Sollziel hier ist. Ja, ganz genau. Worauf wollte ich noch hinaus? Ja, ich wollte, genau, eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass ich, dadurch, dass ich eben dann diese ein, zwei frustrierenden 30-minütigen Sessions, länger war es wahrscheinlich nicht, hatte, habe ich auch irgendwie so gesagt, so, ey, du kommst hier niemals weiter, du hast überhaupt keinen Bock mehr darauf gerade. Die Motivation ist einfach hart gesunken. Aber ich weiß nicht, heute ist Samstag, mein Urlaub, nächste Woche steht quasi vor der Tür und
Es war einfach ein sehr entspannter Tag und Virginia ist auch gerade drüben, zockt da ein bisschen Genshin Impact und ich habe hier einfach ja, kein Zeitdruck oder irgendwas und kann hier ganz gemütlich aufnehmen und zocken und sowas. Und es war halt eine sehr entspannte Situation, wo ich dann auch einfach Crash-Landungen angegangen bin, weil ich keinen Bock hatte eben gerade auf Cortex und ich weiß nicht, es war einfach alles ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger für mich hier. Konnte mich da besser drauf einlassen, das hat einfach jetzt doch relativ okay geklappt. Wie dem auch sei, jetzt sehen wir also diesen Bonus nochmal. Diesmal müsste ich ihn aber wahrscheinlich schneller hinbekommen, sprich hoffentlich im First Try. Das wäre schön. Ach ja, hier ist es auch tatsächlich, dieses Level. Da hinten war, glaube ich, jetzt gerade Lolo, war es, glaube ich, zu sehen. Ich habe jetzt nicht ganz sehen können, wer es war. Auf jeden Fall einer der Elementalmasken. Die findet man hier also. Was ganz cool ist. So, ja, ich glaube, jetzt gleich habe ich hier nämlich dann auch gewartet, weil ich mir so dachte, so, ich bin doch nicht bescheuert. Aber ich glaube, ich war hier gleich auch hier wieder Supergirl, kann das sein? Ich weiß nicht. Ja, und immer wenn ich jetzt mit Coco gespielt habe, habe ich den Begriff Supergirl eingeführt. Tatsächlich ist das heute passiert in, Crashlandung. Ich teasere diesen Part sehr an, ja. Es war auf jeden Fall eine sehr intensive Session. Wonach es erstmal gar nicht aussah. Mehr verrate ich jetzt mal nicht. So. Hier ist Supergirl auch gar nicht schlecht. Oder Superman, wie auch immer. Superboy, müsste man dann eigentlich als Äquivalent sagen, aber adios. Einmal bin ich auch richtig dumm gestorben bei einem Versuch, das wahnsinnig perfekte Licht zu holen. Und zwar tatsächlich gleich, ihr kennt die Stelle, wenn man auf die Rail springt, davor ist eine Kiste. Nein. Ich habe es tatsächlich einmal fertiggebracht, keinen Tod bis dahin zu haben, alle Kisten, und dann habe ich tatsächlich diese Kiste einfach verfehlt, weil ich nicht weit genug gesprungen bin. Das war extrem bitter. Ist mir aber zum Glück nur einmal passiert. Aber das eine Mal war zu viel. Vor allem, weil danach eigentlich echt nichts Böses mehr kommt. Das war die letzte Stelle, wo ich großartig verkacken kann. Das war auch ein bisschen knapp mit dem Blatt, der Rhythmus. So, die Kiste da links, ne? Macht einen Doppelsprung drauf. Am besten einen Rutsch-Doppelsprung, um ganz, ganz sicher zu gehen. Hier am besten auch nicht zu weit springen, damit man nicht irgendwie über die Kiste springt oder sowas. Und dann passt das auch. Ihr habt mir übrigens noch einen Tipp gegeben. Ich hatte ja mal bei dem Relikt gefragt, da vorne war natürlich der Edelstein im normalen Modus. Ich hatte ja mal gefragt bei dieser Zeit-Challenge im salzigen Kai, beim ersten Level müsste es gewesen sein. Da gab es ja diese 3-Sekunden-Kiste neben der TNT-Kiste oder gegenüber von der TNT-Kiste auf so einer Rail. Und ihr habt gesagt, man sollte am besten so schnell wie möglich rüberspringen zwischen die beiden Kisten. Und wenn man dann wieder zurückspringt, dann würde man halt die 3-Sekunden-Kiste mit erwischen beim Sprung. So habt ihr mir das gesagt, ich konnte das noch nicht überprüfen. Aber sollte sowas nochmal vorkommen auf einer anderen Rail, dann wisst ihr jetzt Bescheid. So, hier haben wir erstmal den Edelstein jetzt im nächsten Level, nämlich bei Fossiler Antrieb. Habe ich durch den Dennis erfahren, weil ich da quasi zu gut war. Und jetzt achtet auf diese Kiste. Achtet auf diese Kiste, denn die, wenn euch eine Kiste fehlt, fehlt euch höchstwahrscheinlich die. Das ist nämlich ziemlich arschig, dass man da in den Vordergrund laufen kann. Und es gibt hier 2, 3, vielleicht sogar 4 richtig miese Kisten. Das ist auf jeden Fall eine davon, die euch potenziell fehlen könnte. Hier ist eine weitere. Richtig arschig. Richtig arschig. Falls ihr überhaupt noch nicht durch seid, ich meine, mittlerweile ist ja auch schon über einen Monat vergangen und ja, es dauert halt, bis hier die ganzen Parts online kommen. Bis ich das erstmal selber aufnehme und dann natürlich nachkommentiere. Falls ich euch trotzdem noch mit helfen kann, dafür mache ich das hier. Ja, genau. Hier gab es jetzt, glaube ich, keine Kiste. Genau, ich habe es auch selber nochmal überprüft, weil ich ein bisschen paranoid war. Von dieser Pflanze habe ich mich auch ein paar Mal treffen lassen tatsächlich, was ein bisschen bitter ist. Aber na gut, was soll's. Hier ist diesmal nichts, habe ich auch nochmal überprüft. Das ist also der Bereich, falls ihr ihn gerade nicht erkannt habt, wo im normalen Bereich, im normalen Level, in diesem Bereich der invertierte Edelstein, wo der versteckte Edelstein ist im normalen Level, nicht im invertierten Level. Da ist er tatsächlich relativ eindeutig, also offensichtlich versteckt. Ich denke, das werdet ihr auch so sehen, ohne dass ich das nochmal extra kommentiere. Mal abgesehen davon, dass ich das wahrscheinlich in diesem Run auch eingesammelt habe. Ich sag mal, der ist ähnlich offensichtlich wie der in Tornas erstem Level. Großer Fang hieß das, glaube ich. Und diese Kiste hat mich in Wahnsinn getrieben, weil, soweit ich das beurteilen kann, kann man das nie schaffen, wenn man die Pflanze zum ersten Mal einfriert.
Oder ich habe einfach immer ein richtig beschissenes Timing gehabt. Jetzt hätte ich eigentlich nur noch schießen müssen, genau. Also es ist eine sehr, sehr merkwürdige Kiste. Und hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr nicht unbedingt auf Bumperbären aus seid. Ich war es jetzt theoretisch, aber es ist nicht so wichtig, wenn man die paar da nicht einsammelt. Einfach direkt mit dieser Plattform rüber. Weil dann spart ihr euch auch dieses komische Aalgedöns da. Das ist doch eigentlich ganz angenehm. Ja, ich gucke auch mal gerade. Fossiler Antrieb. Nee, da haben wir leider nur das Invertiert-Versuch hier geschafft. Ich könnte mir vorstellen, dass ich direkt noch den nächsten Part synchronisiere, weil warum nicht? Ich bin gerade drin. Mal schauen. Der Part hier geht ja tatsächlich auch gar nicht mehr so krass lange. Okay, gut. Wir haben trotzdem gerade mal zwei Drittel erledigt. Aber es sei euch versichert. Ich wollte euch gerade versichern, dass wir hier nur noch dieses Level spielen, aber es kommt mir ein bisschen viel vor. 8 Minuten hierfür noch? Okay. Es gab wahrscheinlich noch einen Bonus. Naja, klar. Fossiler Antrieb ist ja dann quasi... Nee. Fossiler Antrieb? Nee, das war ein reines Cortex-Level. Da gab es keinen Bonus. Nee, nee. Das war ein reines Cortex-Level. Der Hybrid mit Dinosport ist ja dann später Straßensperre mit Dingo, oder? Aber das hier ist ja das erste Cortex-Level, was wir so spielen. Und damit ein reines Cortex-Level. Ich glaube, das mit der Kiste hier habe ich auch verkackt, oder? In einem Run habe ich das auf jeden Fall wieder komplett verkackt. Könnte gut sein, dass es hier ist. Na, hier am besten einfach das Ding untertauchen lassen. Habe ich es verkackt? Nee, hier habe ich dran gedacht. Okay, dann habe ich irgendwann anders mal verkackt, dass ich diese Kiste hier unten schon holen kann. Ich habe das irgendwie erst ein bisschen spät gemerkt. Da ging es dem Rick aber zum Beispiel auch so. Das habe ich gesehen. Das hat mich ein bisschen beruhigt, dass nicht nur ich so blöd war. Aber gut, ich meine, wenn man das Level halt dann lange nicht gespielt hat, dann weiß man sowas halt auch einfach nicht mehr. So, dann holen wir uns da oben noch die Kiste. Ja, Cortex ist immer ein bisschen fummelig zu spielen. Tatsächlich, während Versandfehler habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, naja, ich finde den doch ein bisschen nerviger zu spielen als Torner. Ich bin mir da mittlerweile uneins. Also ich glaube, Dingodile ist trotzdem noch der angenehmste von allen. Also ich sag mal, wenn ich das Gameplay insgesamt von allen Charakteren hier bewerten müsste auf einer Skala von, nehmen wir mal 1 bis 5, dann wären Crash und Coco für mich einfach 5, weil ich liebe es einfach mit denen zu spielen. Auch mit dieser neuen Mechanik, mit diesem Dreifachdreher, den finde ich auch sehr geil. Aber alle anderen Charaktere finde ich eigentlich auf jeden Fall mal mindestens schlechter. Und ich würde sagen, Dingodile sehe ich dann doch auf einer 4. Ich glaube schon. Es macht teilweise schon Bock, mit ihm zu spielen, aber teilweise ist es auch einfach nur richtig nervig. Ich würde ihn vielleicht trotzdem auf der 4 einordnen. Vielleicht auch nur eine 3. Daran hängt dann auch, wie ich die anderen beiden bewerte. Die würde ich nämlich auf einer Stufe sehen mittlerweile. Wobei auch eigentlich schon immer. Dingodile halt einen Ticken höher. Entsprechend würde ich dann Cortex und Torner beide auf eine 3 packen. Oder halt auf eine 2, wenn Dingodile nur eine 3 bekommt. Und ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt rein vom Gameplay gehe, finde ich Cortex an sich schon schlechter als Torner, muss ich sagen. Weil Torners Gameplay an sich doch eigentlich schon ganz nett ist. Man hat halt diesen Haken. Aber sagen wir mal so, beide haben eigentlich das gleiche Problem, nämlich das Aiming. Bei Cortex ist halt diese blöde Sache auch, da war ich auch richtig doof. Ich habe eigentlich immer Gelee-Pads hier draus gemacht, was eigentlich komplett sinnlos ist, weil es bringt mir zum einen nichts und behindert mich noch zusätzlich. Also es war eigentlich die dümmste Entscheidung überhaupt, hier immer diese Gelee-Dinger zu nehmen. Außer halt beim letzten, was da in der Lava ist, da muss man halt Gelee geletisieren. Wie auch immer. Geletisieren? War das das Wort? Wie auch immer. Da bin ich jetzt deswegen sogar noch zu weit gesprungen. Das war also nochmal ein zusätzlicher Problempunkt. Aber gut. Gelatisieren, so. So nennt sich das, Niklas. Gelee, aber gelatisieren. So. Wie auch immer. Cortex hat halt, da sehen wir ja auch gerade das Problem, genau hier. Wie gesagt, da war ich selber schuld, weil ich die Plattform halt gelatisiert habe. Aber trotzdem zeigt sich hier eben dieses Aiming-Problem, dass man ziemlich genau ja, in die Richtung halt drücken muss, in die er dann schießen soll. Torna hat eigentlich das gleiche Problem mit ihren Haken. Sieht man gerade, wenn sie irgendwie TNT-Kisten oder sowas kaputt machen soll oder generell Kisten in der Nähe, dass das immer ein bisschen schwierig ist. Da rede ich jetzt nicht von diesen weiter weg Kisten. Deswegen kostet das jetzt ja auch so viel Zeit, weil ich hier so blöd war. Ich rede nicht von Kisten, die weiter weg sind, die man halt mit hier L2 oder was das ist, R2, keine Ahnung,
R2 müsste sein, anvisieren kann. Da, von denen rede ich nicht, sondern halt wirklich von Kisten, die im Weg sind. Die haben dasselbe Problem. So, guck mal nach vorne. Okay, so eindeutig war er doch nicht. Da ist er. Aber es hat halt sonst gar keinen Sinn, diese Plattform. Deswegen macht es Sinn, dass er da ist. Nee, dann hatte ich doch was anderes im Kopf. So eindeutig war der doch nicht. Genau, ich habe irgendwie gedacht, der wäre da hinten bei diesen Kisten. Aber nö, der ist hier vorne. Dann ist es doch ein bisschen schwieriger, aber naja, was soll's. So, ich glaube, hier habe ich jetzt aber noch richtig dumm mein Zeugs weggeworfen, oder? Kann das? Oder war das der perfekte Versuch? Ich glaube, das war der perfekte Versuch. Bei dem Pilz da oben habe ich mich voll verkackt. Kann ich euch gleich mal direkt auf den Weg geben. Nämlich hier. Achtet gut darauf, dass ihr euch hier Zeit lasst. Nee, hier habe ich es verkackt. Hier habe ich es tatsächlich verkackt. Nicht beim perfekten Relikt. Hier habe ich es verkackt. Wow. Dann dachte ich mir jetzt gerade so, Niklas, bist du komplett doof. Weil, ich glaube, ich hatte 3 Tode. Kann das? Nee, okay, ich hatte 2 Tode. Ich konnte es also noch schaffen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es jetzt geschafft habe. Das weiß ich tatsächlich nicht. Es könnte sein, dass wir jetzt hier auch Schnitte haben. Weil ich habe hier teilweise nur so Schnipsel aufgenommen von 2 bis 3 Minuten. Weil ich dann irgendwie doch wieder was anderes zu tun hatte und dann entsprechend die Aufnahme deswegen beendet habe, weil ich keinen Bock hatte, dass mir das Speicherplatz auf der Festplatte hier verstopft. Oder dass mir das halt meine Festplatte verstopft. Es kann gut sein, dass ich deswegen hier teilweise ein paar Schnitte machen musste. Aber das war halt richtig unnötig, dass ich da gestorben bin. Oder dass ich mich deswegen töten musste, besser gesagt. Es kann auch gut sein, dass es jetzt nicht nur hier passiert ist, sondern dass es mir auch passiert ist beim perfekten Relikt. Das hängt davon ab, jetzt, ob ich jetzt nochmal gestorben bin. Weil wenn ich jetzt nochmal gestorben bin, dann habe ich einen Edelstein dadurch verkackt. Und ich glaube, dann war es genau diese Stelle, warum ich mich darüber so aufgeregt habe. Dass ich so, ja, okay. Hier war ich halt auch richtig dumm, ne? Das war richtig dumm. Ich hatte alle Zeit der Welt, nochmal die obere Plattform normal zu machen. Und ein bisschen weiter rechts platzieren zu lassen und so. Und das wäre so gut gewesen. Und ich glaube, ich habe es jetzt nämlich dann genau mit diesen 4 Toten geschafft. Und damit war dieser eine richtig dumm unnötig. Ja gut, die waren alle unnötig. Okay, dann sage ich nichts. Dann habe ich es beim perfekten Relikt wahrscheinlich nochmal verkackt. Und da erklärt sich dann auch die Zeit von 8 Minuten, die vorhin noch auf der Uhr stand. Warum wir hier noch so lange gegangen haben, wegen genau solchen Dummheiten. So, und was das weitere Gameplay angeht, finde ich Torna einfach angenehmer. Weil sie einen Doppelsprung hat, weil sie eine relativ gute Reichweite hat mit ihrem Kick. Teilweise auch ein bisschen zu weit, weil aus Kistenblöcken dann 2 Reihen manchmal entfernt werden oder meistens. Ich weiß gar nicht, wie konstant das ist. Aber die kann auf jeden Fall schon durchaus weit. Das war auch schon wieder so ein Kack. Ich wollte nach links zielen. Er zielt einfach nach vorne. Was ist das denn? Warum kann man überhaupt einfach nach vorne zielen? Was hat das für einen Mehrwert? Gar keinen. Naja. Es war auf jeden Fall ganz angenehm, im Gegensatz zu Cortex mit Torna zu spielen. Bisher. Ich habe auch noch Relikte vor mir, ne? Also Zeitrelikte. Während Cortex halt immer so, der kann halt nur einen normalen Sprung, der einfach komplett OP ist, also underpowered. Der ist einfach kacke. Und echt nicht benutzbar. Und man kommt sich mit dem einfach immer so eingeschränkt einfach vor. Torna ist recht dynamisch noch, auch wenn sie halt ein bisschen undynamischer ist als Crash und Coco, aber sie kann halt immerhin noch was. Und Cortex ist einfach so, bleib doch einfach in deinem Kacklabor, Junge. Wirklich. Naja. Und Dingodile ist halt einfach noch der Beste von allen. Aber, und jetzt kommt nämlich das Aber, dafür finde ich Torna als Charakter einfach nur kacke und scheußlich. Darauf gehen wir dann beim nächsten Mal ein. Und deswegen werde ich auch direkt den nächsten Part aufnehmen und wir sehen uns dann also wieder hier in der Welt. In der Aegypus-Dimension. Bis dahin. Ciao.